Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Fortnite-Video will ich euch einen Glitch zeigen, wie ihr unendlich EP farmen könnt. Das oben links im Bild könnt ihr ignorieren, Leute. Ich hatte ein paar Probleme beim Aufnehmen. Aber gehen wir mal direkt zum Glitch. Geht auf Modus suchen, Leute, und ganz rechts geht ihr auf Inselcode. Und dort gebt ihr jetzt nun denselben Code ein wie bei mir. Ich werde den Code auch in die Videobeschreibung tun. So, wenn ihr das dann gemacht habt, schreibt noch ein V dahinter. Und 43 und dann sucht das Game, Leute. Für die ganzen PlayStation-Spieler, die kein V schreiben können, ihr müsst einfach nach der 32 die 43 schreiben und das V kommt dann automatisch. Geht dann in diese Map rein und wenn ihr dann in der Map drinnen seid und das Spiel gestartet hat, dann schnappt euch eine Waffe und nun müsst ihr hier an der Wand alles abschießen bis auf Tunnel. Wenn ihr das gemacht habt, dreht ihr euch um und geht hier in diesen Teleporter rein und nun baut ihr hier alles so wie ich zu. Wenn ihr das dann so zugebaut habt, dann müsst ihr hier zum ersten Rift gehen. Springt in den Rift rein, Leute. Und jetzt müsst ihr zum zweiten Rift gehen. Schnappt euch eine Waffe und tötet unterwegs die Bots, damit ihr euch nicht runterschießen oder im schlimmsten Fall auch töten. Wenn ihr dann hier seid, Leute, springt runter und baut das hier genauso wie ich. So, baut den Rift noch ein, macht die Wand zu, macht eine Treppe dann hier hin. Und jetzt, Leute, müsst ihr euch eine Stelle suchen an der Wand, wo ihr geradeaus laufen könnt, gegen die Wand laufen könnt und dann sammelt ihr, wie ihr seht, unendlich XP. Falls ihr keinen Spot findet, wo ihr so an der Wand laufen könnt, dann könnt ihr das auch anders machen. Und zwar, indem ihr einfach so springt, Leute. Das war's dann noch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr jetzt ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.